Maki, Nigiri oder Inside Out. An ihrem Mädelsabend wollen Lena und ihre Freundinnen Sushi bestellen. Bei der großen Auswahl auf der Karte ist es gar nicht so einfach, sich zu entscheiden. Über eine Lieferdienst-App geben sie ihre Bestellung auf. Diese landet in der Franchise-Filiale von Nico Ried. Ich wollte schon immer selbstständig sein und das Liefern ist einfach die Zukunft. Natürlich dann mit dem Sushi auch qualitativ hochwertig, gesunde Ernährung für die Zukunft. Und das hat alles somit gepasst und somit habe ich mir den Wunsch quasi selbst erfüllt, bei Sushi Palace die erste Filiale zu eröffnen und bin jetzt erfolgreich seit über 3 Jahren dabei. Täglich trudeln hier die Bestellungen ein. Für Nico und sein Team, bestehend aus dem Küchenpersonal und Fahrern, beginnt der Arbeitstag einige Stunden früher. Dann geht es natürlich los mit Reis kochen, dann kommen die Mitarbeiter dazu, die vorbereiten, dann tun die Soßen vorbereiten und dann geht es dann quasi schon los. Richtung Produktion. Der Franchise-Nehmer beschäftigt sich vor allem mit der Buchhaltung, der Personalverantwortung und der Logistik. Alle Zutaten werden mehrmals wöchentlich frisch geordert, damit die hochwertigen Lebensmittel wie Fisch und Avocado immer den Ansprüchen des Unternehmens genügen und eine gleichbleibend hohe Qualität gewährleistet ist. In der Küche kommt jetzt die Bestellung von Lena und ihren Freundinnen an die Reihe. Das Küchenteam beginnt immer erst nach Eingang einer Bestellung mit der Zubereitung. Bei der großen Vielfalt an über 86 Produkten auf der Karte muss hier jeder Handgriff sitzen. Sogar Poke Bowls sowie frittiertes und gegrilltes Sushi gehören zum Angebot. Doch niemand war hier zuvor Sushi-Experte. Viel wichtiger ist Franchise-Geber Anatoli Denieko. Der ideale Franchise-Nehmer für uns ist einer, der Arbeitsbereitschaft mit sich bringt, der keine Angst hat, selber mal anzupacken. Personalführungseigenschaften sollte man vielleicht vorher schon haben, weil das in der Selbstständigkeit sowieso ein sehr großer Teil ist, was man haben sollte. Die finanzielle Lage sollte natürlich geklärt sein vorher. Ob erfahrener Unternehmer, Neu- oder Quereinsteiger, die Leidenschaft für das Produkt sollte der größte Antrieb für die Interessenten sein. Um die traditionelle Kunst der Sushi-Zubereitung zu erlernen, erhalten alle neuen Franchise-Nehmer zunächst eine Schulung in einer bereits laufenden Filiale. Das beinhaltet auf jeden Fall die Herstellung vom Sushi. Und dann sollte man natürlich auch vielleicht mal den Fahrerjob übernehmen, auch mal das Ganze ausliefern und die Hintergrundarbeiten, damit man den täglichen Betriebsablauf kennenlernt. Die Zubereitung und Präsentation des Sushis will gelernt sein, denn das Unternehmen möchte seinen Kunden Sterneküche nach Hause liefern. Hierzu zählen auch das richtige Kochen von Reis, das gekonnte Filetieren von Lachs und das Mischen der Soßen. Nico Ried gehört zu den ersten Franchise-Nehmern von Sushi Palace. Er hat bei mir damals tatsächlich angefangen, als Fahrer zu arbeiten, wo ich noch selber im Laden stand. Nach kurzer Zeit kam er auf mich zu und hat mich dann gefragt, ob das denn möglich wäre, die erste Filiale als Franchise-Nehmer zu eröffnen. Wir haben uns gemeinsam hingesetzt, haben das Ganze durchgesprochen und nachdem alles geklärt war, haben wir das natürlich dann auch sofort umgesetzt. Gemeinsam mit der Zentrale wird für jeden neuen Franchise-Nehmer parallel zur Schulung nach dem richtigen Standort und der passenden Location gesucht. Ist diese gefunden, kann es auch schon zeitnah losgehen. Mit einem erprobten Konzept unterstützt die zentrale Marketingabteilung jede Filiale auch schon vor der Eröffnung, um diese bekannt zu machen und Kunden stets über Neuheiten zu informieren. Hier kommt Bak Islam ins Spiel. Deshalb sind wir dafür da, dass wir den Franchise-Nehmer zum Beispiel komplett von A bis Z unterstützen. Sei es jetzt um die Flyer oder das Design vom Schaufenster oder die Autos bis hin zu den sozialen Medien, was heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Der Großteil der Bestellung kommt ja digital rein und dementsprechend muss das natürlich dann auch vermarktet werden. Der Exportschlager aus Japan ist ein echter Eye-Catcher. Die kleinen Kunstwerke aus rohem Fisch, Algenblättern und Gemüse machen nicht nur Appetit, sondern erweisen sich auch als besonders fotogen. So posten viele Kunden vor dem Essen noch schnell ein Foto der leckeren Kreationen. Und ganz nebenbei ist Sushi ein echtes Superfood. Sushi ist halt ein Produkt, was Top-Nährwerte hat. Und heutzutage ist es ja immer mehr so, dass die Leute auf eine bewusste Ernährung achten. Und unser Produkt passt halt super in diese Schiene halt auch rein. Und dementsprechend sind wir zum Beispiel auch, um dem Kunden die größtmöglichste Transparenz bieten zu können. Weil die wollen halt nicht nur wissen, dass es super gesund ist, sondern die wollen auch wissen, wie viel Kalorien hat das, wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrate und so weiter. Und wir sind bis jetzt Deutschlands einzigster Lieferdienst mit Nährwertangaben. Viel Eiweiß, Omega-3-Fettsäuren und wenig Fett. Das ist das Erfolgsgeheimnis von Sushi. Das Franchise-Unternehmen legt dabei auch großen Wert auf die Nachhaltigkeit. Beispielsweise bei der Fischzucht, dem Fischfang und dem Verpackungsmaterial.
Dieses wird speziell aus biologisch abbaubaren Rohstoffen hergestellt. Regelmäßig trifft sich Anatoli Denjeko mit seinen Franchise-Nehmern, ob direkt vor Ort in der Filiale oder bei gemeinsamen Veranstaltungen und digitalen Meetings. Was wir dann dabei immer machen, dass wir immer wieder dann einfach die Franchise-Nehmer besuchen, mehrmals im Jahr, um einfach dann zu gucken, zu reden, einfach persönliche Gespräche aufzusuchen. Wir sind wie eine große Familie. Wir versuchen, auf den jeweiligen Partner einzugehen, auf die Bedürfnisse und auf die Probleme auch eingehen. Jeder darf uns natürlich jederzeit immer kontaktieren und uns alles erzählen und alles sagen, was er vielleicht gut findet, was er vielleicht nicht so gut findet. Da lernen wir auch von den Franchise-Nehmern. Die Bestellung von Lena und ihren Freundinnen wird jetzt noch liebevoll verpackt. Das edle Design der Lieferboxen soll noch einmal die Hochwertigkeit des Essens unterstreichen. In jede Tüte kommen noch Sojasauce, Wasabi, Ingwer und Essstäbchen. Und dann macht sich die Lieferung auch schon auf den Weg. Um sich komplett auf die japanischen Spezialitäten zu fokussieren, hat sich das Franchise-Unternehmen bewusst dafür entschieden, ausschließlich Sushi-Gerichte, Poke Bowls und eine Auswahl von Vor- und Nachspeisen auf die Karte zu nehmen. Und auf der anderen Seite entwickeln wir auch gerne mal neue Sachen. Oft ist es so, dass ein Franchise-Nehmer einfach von sich selber auf uns zutritt und sagt, hey, ich habe hier was ausprobiert. Und zum Beispiel Tempura Tuna, das war eine Kreation von einem Franchise-Nehmer. Und wir probieren das, wir prüfen das und wenn wir das als gut betrachten, dann nehmen wir das auch gerne mit auf. Das Franchise von Anatoli Denjeko ist seit 2015 stetig gewachsen. Mittlerweile gibt es auch Filialen in der Schweiz, den Niederlanden, Österreich, Frankreich und sogar Portugal befindet sich im Aufbau. Dabei steht der gemeinsame Erfolg an oberster Stelle und natürlich das kulinarische Geschmackserlebnis für die Kunden. Und auf dieses freuen sich jetzt auch Lena und ihre Freundinnen. Na dann, guten Appetit!